sehen auch ihre eigenen Kräfte wahrscheinlich viel realistischer und sie sehen an sowas gar nicht. Und Roman Ungern ist eigentlich damit sozusagen in einer Sackgasse im Fall des Erfolgs. Und er zieht los, in der Tat sozusagen gegen die Rote Armee, denn was anderes kann er gar nicht mehr tun. Also, aber ich wünschte mal, dass das ein professioneller Historiker wirklich mal mit den Dokumenten nochmal genau aufarbeitet. Das kann ich nicht tun, weil ich nicht Russisch kann und schon gar nicht Mongolisch.